Ein paar Tropfen stören auch nicht bei den Vorstellungen, zum Beispiel auf der Freiluftbühne Siebenbrunn. Da wird bis Ende August das Stück Ungeheuer heiß gespielt. Mit dabei Marie-Therese Rellin. Marie-Therese Rellin stammt aus einer der bekanntesten Schauspielerdynastien im deutschsprachigen Raum. Ihr Onkel, Oscar-Preisträger Maximilian Schell. Indem sie sehr gut aussieht. Ihre Mutter, die legendäre Maria Schell. Ich hoffe, dass das nicht nur das einzige Merkmal. Dann Heirat mit Dramatiker Franz Xaver Krötz. Mit ihm hat sie drei Kinder. Marie-Therese ist Autorin, Touristenführerin und Schauspielerin. Verti wird mich nicht verlassen. Männer sind wie Katzen. Solange sie was zu fressen bekommen, bleiben sie zu Hause. Jetzt zu sehen in dem Stück Ungeheuer heiß. Auf der Bühne in Siebenbrunn. Das ist direkt neben dem Münchner Tierpark Hellerbrunn. Marie-Therese Rellin, herzlich willkommen. Ja, danke schön, Ron. Ungewöhnliche Location, aber das waren auch ein bisschen ungewöhnliche Proben für das Stück. Ja, es war ein Wahnsinn. Wir sind eine echte Corona-Produktion. Wir haben es 6 Wochen lang online geprobt. Also so Homeoffice-mäßig. Ja, so Homeoffice-mäßig, richtig über eine Internetplattform. Und haben das 6 Wochen, weil wir ja nie wussten, wann geht's los, wann geht's los. Und dann hatten wir plötzlich im August letzten Jahres das Go für Düsseldorf am Theater an der Kö. Wir können Premiere machen und innerhalb von 8 Tagen haben wir das Stück auf die Bühne gebracht. Ja, cool. Ja, es war schon schwierig, weil es war einfach, aber wir haben es geschafft, ja. Und dann sind wir eben auf Tournee auch noch danach gegangen und wir waren immer die Ersten, die die Saison eröffnet haben und die gleichzeitig die Saison wieder geschlossen haben. Dann kam der nächste Lockdown. Und von 80 Vorstellungen bleiben uns gerade 19 übrig, wobei es mittlerweile nur noch 17 sind. Da genießt man jede, die man spielt, ne? Ja. Wie ist es denn, Outdoor-Spielen? Outdoor-Spielen ist wirklich sehr, sehr interessant, weil wir haben die letzten 3 Vorstellungen mit Regen gespielt und das Publikum ist geblieben. Das schreiben wir uns dann zugute. Und es war eine ganz tolle Stimmung eigentlich, weil die Leute unheimlich viel gelacht haben und waren richtig toll drauf. Aber es ist nicht einfach. Also, ja, glaube ich. Ja, war unter kalt auch, 15 Grad. Und dann so hinter der Bühne ist zugig und dann hat man so ein Sommerkleidel an. Typischer deutscher Sommer. Ja. Also, worum geht es in dem Stück? Ich meine, ungeheuer heiß. Viel Verwechslung. Ja? Es ist eine, also ich sage immer, es ist eigentlich wie ein Bauerntheater. Ja. Also es geht Tür auf, Tür zu. Also die Lisa, die hat einen One-Night-Stand gehabt in der Wellnessgrotte und hat den genossen, hat aber eine glückliche Ehe und dann kommt ihre Schwester zu Besuch und bringt einen neuen Lover mit und jetzt hat sie sich nur ihrer Freundin anvertraut und natürlich denken alle, es dieser neue Lover der Schwester ist der vermeintliche Lover und dann geht die Verwechslung los und dann kommt aber auch doch noch der echte Nachtslover und dann, ja, es geht auf zu Dings, ist einfach nur lustig. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig, man kann viel dabei lachen. In Sachen Verwechslung, was bei Ihnen nie passieren kann, verwechselt werden, weil egal wo Sie hinkommen, sagt man ja, das ist doch die Tochter von. Ja. Nervt das oder freut das? Ja, also mit 55, wenn man dann immer die Tochter von, die Frau von, die Ex-Frau von, die Nichte von und so weiter ist, dann weiß man, dass man eine echte von ist, aber man hat nichts davon. Also, so einfach ist das, genau. Ja, aber ich glaube, es gibt wenige Menschen, die in Städten leben, wo es von ihrer Mutter eine Straße gibt. Ja, Wasserburg. Wasserburg hat die erste Maria-Schell-Straße Deutschlands endlich auch eine Straße nach ihr benannt. Österreich war viel früher dran. Mhm. Und ja, die haben wir letztes Jahr eröffnet und dann habe ich eine sehr schöne Retro für sie gemacht in der Region 18. Weil wir in München sind wir in der Region, Region 14. Region 18. Bayern ist eingeteilt in Regionen. Maria Schell, da gibt es auch das Büchlein dazu. Genau. Jetzt 2 Wohnsitze, einmal Wasserburg, einmal Teneriffa. Richtig. Und das ist ja total lustig, weil, sagen wir mal, eine Schauspielerin, die ist halt Schauspielerin. Na, aber Sie haben ganz viele Betätigungsfelder und zwar auch Fremdenführerin auf Teneriffa. Ja, das ist jetzt ganz neu. Corona macht erfinderisch. Ja? Also ich habe mich irgendwann entschieden, in meinem Leben zu sagen, Corona-Zeit ist Lebenszeit. Mhm. Und nachdem ich die Möglichkeit habe, auf Teneriffa auch zu leben und zu wohnen, weil ich ja da vor 25 Jahren hingezogen bin, weil 2 meiner Kinder schweres Asthma hatten, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann ich daraus auch was machen. Ja. Und dann habe ich mit einem Münchner Reisebüro zusammen, habe ich dann denen ein Konzept entwickelt und habe gesagt, sollen wir es probieren? Mhm. Und erstaunlicherweise, das Mailing ging bei der ersten Reise am Freitag raus und am Mittwoch drauf war die ganze Reise verkauft. Mittlerweile sind es 5 Reisen und wir starten im September. Das kann aber nicht nur an Teneriffa liegen. Ja.
Vielleicht liegt es auch an mir. Also es wird auf alle Fälle ist für mich der Hintergrund zu sagen, ich möchte entschleunigen, ich möchte Teneriffa auf einer ganz anderen Art und Weise zeigen. Und ich habe ein sehr schönes Gedicht in diesem kleinen Büchlein da drin von Mario Anrade. Und der letzte Satz heißt, man hat nur zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn man versteht, dass man nur eins hat. Wie wahr? Genau. Und das ist eben der Hintergrund, dass man sagt, ich möchte Zeit genießen und bewusst genießen. Sie haben aber in diesem einen Leben auch schon viel angepackt. Ja. Kann man fast sagen, Social Media Pionierin mit den, mit den Hausfrauenhelden oder Hausfrauenrevolution. Die Hausfrauenrevolution habe ich tatsächlich, bin ich rausgekommen vor 2002, oder? 2002, vor Wikipedia, vor Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Und da habe ich schon einen Hausfrauen-Chat ins Leben gerufen. Hätte ich damals Werbung gesetzt, müsste ich jetzt nicht schauen, dass ich als Schauspielerin irgendwie überlebe. aber was ist jetzt aus dem Projekt geworden? Oder? Also die Hausfrauenrevolution gibt es nach wie vor die Seite. Die Idee ist nach wie vor geblieben. Ja. Aber es ist halt schwierig, das politisch auch umzusetzen. Auf mich haben keine Politiker gehört, obwohl ich sehr, sehr gute Vorschläge gehabt habe. Politiker hören öfter nicht zu. Ja, das ist eben das Problem. Aber ich mache nach wie vor Kinofrauen aller Kulturen zum Beispiel, mein Integrationsprojekt. Haben Sie auch einen Preis dafür bekommen? Genau, den Integrationspreis. Da starte ich in München am 9. September. Dank Monika Baumgartner, die gesagt hat, was, du kriegst keine Fördermittel, dann spendiere ich dir einfach 10 Vorstellungen. Finde ich super. Super stark, solche Leute anpacken. Und eben meine Kinoprojekte mache ich dann eben auch dazu. Ich schreibe an einem Buch, das nennt sich 49 zu 43, Knochen zum Nagen, bin mit dem großen Münchner Verlag in Verhandlungen. Worum geht's da? Das ist da geht es darum, um diese ganzen Missstände einfach aufzuzeigen. Mhm. Weil, Als sozialkritisches Buch mit Anregungen, oder? Ja, aber eigentlich auch lustig, weil ich das 49 zu 43 deshalb, weil ich mir ein Interview mit der Simone de Beauvoir anschaue. Und in den 70er Jahren, 79. Und die schimpft wiederum, dass sich nichts geändert hat von ihrem Buch, Das andere Geschlecht. Das hat sie 45 rausgebracht. Oder nein, 49 hat sie es rausgebracht, dass sich eben 20 Jahre nichts geändert hat. Und da schimpft sie drüber. Und ich wiederum 30 Jahre später habe die Hausfrauenrevolution und so weiter. Aber ist ja immer so. Die später schimpfen immer über die früher, ihr habt es nichts geändert, gell? Ja. Vielen herzlichen Dank, Marie-Therese Rellin. Weiterhin viel Erfolg auch mit dem Stück und mit all ihren Projekten. Und gleich die BR24-Rundschau mit Ursula Heller und einem heißen Thema. Dunkle Wolken über Schwarz-Orange nach Interviews von Hubert Aiwanger rund ums Impfen. Wie stabil ist die Bayern-Koalition?